Also wirklich, also diese ungesunden Menschen, die sind noch das Problem. Ich bin so sauer auf diese ungesunden. Das ist so ein Problem, Leute. Mann, also die müssen jetzt endlich mal gesund werden. Also jetzt wird's echt Zeit. Ja, und jetzt nochmal als Erklärung, warum ich so sauer bin auf die Ungesunden. Ihr wisst ja, damals vor 2 Jahren, da gab es ja diesen Unfall. Ja, da ist ja eine Chemiefabrik in die Luft geflogen in Wuhan. Hat ein Mitarbeiter gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe da die Etiketten vertauscht bei den Flaschen. Jetzt ist es halt leider in die Luft geflogen, das ganze Ding. Ne? Und seitdem ist da dieser Giftstoff in der Luft, ja, dieser Toxin-19, ihr wisst ja, ihr könnt euch erinnern, ne? Und seitdem, ja, ist er in der Luft und wir atmen den ein, ja, das ist ganz schlimm und der kann ganz böse Symptome hervorrufen und kann ganz krank machen. Und der hat alle Giftstoffe verdrängt, ja. Also jetzt gibt es nur noch diesen einen Giftstoff, diesen Toxin-19, keine anderen Giftstoffe mehr, die sind alle irgendwie weg, ich weiß auch nicht warum. Aber es gibt nur noch diesen Toxin-19, ja. Und genau, dann hat man eben das gefunden, ja, aber gesagt, okay, puh, was macht man jetzt, ne? Erstmal Lockdown für alle, alles zumachen und so. Alle in die Wohnungen erstmal, keiner in die frische Luft, ja, damit auch keiner krank wird, ja, weil die Regierung, die will ja nicht, dass wir krank werden. Die sorgt sich ja total um uns, ne? Ja. Und genau, dann waren wir alle erstmal drin beim Lockdown, aus Schutz vor dem Giftstoff. Und das war dann ja so, dass man gesagt hat, okay, in der Stadt ist es ganz schlimm, in der Stadt müssen die Leute auf jeden Fall eine Gasmaske tragen, dann gab es ja diese Gasmaskenpflicht. Ja. Hier im Land geht es ja noch einigermaßen. Da ist der Giftstoff noch nicht so weit verbreitet. Und im Lockdown hat man festgestellt, okay, da müssen jetzt alle Imbissbuden, alle ungesunden Läden müssen jetzt einfach schließen. Ja, das hilft nichts, weil man hat festgestellt, ungesundes Essen, ungesunder Lebensstil, der verstärkt nur noch diesen Giftstoff, diesen Toxin-19, ja. Und deswegen mussten dann in dem zweiten Lockdown alle Imbissbuden, alle Dönerbuden zumachen. McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken mussten alle zumachen. Und dann hat man ja diese Entgiftungszentren gebaut, ja. Da konnte man dann joggen und fasten und eine Darmspülung machen. Da gab es dann eine extra große Bahnen, wo man dann joggen konnte, ja, konnte man 20 Bahnen oder bei manchen Zentren waren es auch 30 Bahnen joggen und dann war man gesund. Ja, das hat jedes Zentrum so für sich beschlossen, wie viele Bahnen jetzt genug waren. Aber auf jeden Fall war das dann ein Nachweis, dass man sagen konnte, okay, ich bin wieder gesund, ne? Und die diesen 3G-Nachweis hatten, ja, gejoggt, gefastet, gespült, die konnten dann wieder Festivals besuchen und Veranstaltungen und sonstiges. Am Schluss war es ja noch bei der Arbeit, ne? Habt ihr ja mitbekommen. Vor der Arbeit musste man dann erstmal joggen gehen, damit man überhaupt rein durfte. Oder fasten, ja. Fasten war ja dann auch, wisst ihr ja, dann das nächste. Hat man gesagt, okay, das Joggen, das hilft jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich fasten. Und jetzt war es dann soweit, zweimal die Woche musste man fasten, damit man überhaupt nochmal in die Arbeit gehen durfte. Ja, wir haben ja dann so ein Chip implantiert bekommen, der hat dann genau gemessen, okay, was hat er gegessen, was hat er getrunken. Da war es sofort klar, okay, der hat gefastet, passt. Wurde dann auf eine App übertragen, an Bill Gates weitergeleitet und so. Kennt ihr ja alle. Und dann wussten die genau, okay, der ist gesund, das passt, ne? Der hat gefastet und so. Auch beim Joggen gab es ja eine App, die das registriert hat. Oder auch die Darmspülung. Wurde ja beim Gesundheitszentrum dann auch ein Zertifikat gegeben und eine Bestätigung, dass man jetzt eben eine Darmspülung gemacht hat, zum Glück. Und es wurde ja nach nur einem halben Jahr diese Flüssigkeit entwickelt für die Darmspülung, damit auch der Giftstoff rausgeht. Weil das andere, nur Wasser, das bringt nichts. Da musste schon eine extra Flüssigkeit dafür hergezogen werden. Und es war so eine wahnsinnige Meisterleistung von den Fachleuten, von den Experten auf der Welt. Die haben es geschafft, in einem halben Jahr eine Flüssigkeit herzustellen, die den Giftstoff wirklich ausleitet. Es gibt ja verschiedene Hersteller und so und die haben noch so ihre kleinen Nuancen, aber auf jeden Fall mit dieser Flüssigkeit, da kann man diesen Giftstoff ausleiten und es ist auch bekannt, dass es das Beste überhaupt ist für die Ausleitung. Ja? Und deswegen bin ich so froh, dass endlich diese Einlaufpflicht jetzt eingeführt wird im Februar, wo jetzt ja jeder alle halbe Jahre einen Einlauf machen muss, um diesen Giftstoff auszuleiten. Ja, weil am Anfang hat man ja gesagt, okay, einmal Einlauf, das reicht dann schon, müsst ihr keine Sorgen machen, aber hey, das glaubt doch auch keiner. Also das hätte man sich ja damals schon denken können, dass das nicht reicht. Also wer ist denn so blöd und glaubt es, dass es einmal reicht? Also nee.
muss schon alle halbe Jahre jetzt gemacht werden, dann müssen es halt jetzt einfach durch die Leute. Also das, da habe ich jetzt auch überhaupt kein Mitgefühl oder so. Das müssen jetzt einfach alle machen. Und da gibt es ja wirklich Leute, die sagen, ich bin doch nicht blöd, ich mache doch keinen Einlauf, das ist schädlich für mich und will ich nicht und so. Also das geht halt gar nicht. Ne? Also wir haben eine Demokratie, schon klar, aber jetzt haben wir eine Pandemie auch und da muss es halt wirklich nur eine Meinung geben. Also da darf es nicht unterschiedliche Meinungen geben, das geht einfach nicht. Da müssen jetzt einfach alle durch, alle müssen einen Einlauf machen. Wer das wirklich aus medizinischen Gründen nicht kann, der soll halt einfach zu einem Arzt gehen und sich eine Befreiung holen. Und hey, aber wenn der Arzt aber einfach eine Befreiung schreibt und die Person kann aber wirklich einen Einlauf machen und das wird vom Amtsarzt kontrolliert und festgestellt, hey, eigentlich kann diese Person schon einen Einlauf machen, dann wird der Arzt, der das ausgestellt hat, diese Befreiung, aber sofort wegradiert. Also der darf dann nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Und wenn jemand, auch damals, ne, war es ja auch so, die Leute, die nicht joggen konnten, ne, die im Rollstuhl waren, die mussten aber erstmal eine Befreiung holen vom Arzt, weil das kann ja jeder simulieren einfach. Ne? Da kann ja jeder sagen, ja, ich sitze im Rollstuhl, kann ich nicht joggen. Nee, also so geht es nicht. Also das muss man schon vom Arzt bestätigen lassen, dass man das nicht kann. Also, ne? Weil klar, wenn man auf die Arbeit will, muss man das erstmal bestätigen, dass man einen 3G-Nachweis hat. Ne? Erst joggen, gefastet, gespült und so. Ja, und also wenn jetzt diese ungesund nicht wäre, ja, man hat ja gesagt, die Ungesunden, die haben nicht gespült, die sind nicht gejoggt, die haben nicht gefastet, die sind einfach ungesund. Ne? Und die überlasten jetzt die Intensivbetten. Ja? Die Regierung hat ja alles richtig gemacht in den letzten Jahren. Gut, ein paar Betten halt abgebaut und ein paar Krankenhäuser. Es musste halt jetzt einfach sein, das kann ja keiner was dafür. Das war halt jetzt einfach so. Aber die Ungesunden, die sind jetzt wirklich an allem schuld. Also die überlasten jetzt die Intensivbetten massiv. Unglaublich. Und wenn jetzt ein Gesunder eben diesen Giftstoff bekommt und dann auf die Intensiv muss, dann wird er automatisch ungesund, ist ja klar. Deswegen ist er auf der Intensivstation ein Ungesunder, obwohl er vorher gesund war. Und die Ungesunden, die dann auf der Intensiv sind, sind dann die Ungesunden Ungesunden. Also hat man jetzt eigentlich nur noch Ungesunde auf der Intensiv. Genau. Und also liebe ungesunden Leute da draußen, macht doch endlich die Spülung, damit wir alle endlich von dieser schrecklichen Pandemie befreit werden, damit das alles ein Ende hat. Macht's doch einfach, Mensch. Heieiei. Was soll ich dazu sagen? Ja, weil wenn die Ungesunden jetzt nicht wären, ne, dann hätten wir eine ewig in die Pandemie. Also dann gäbe es den Giftstoff immer und ewig. Das, also es soll ja alles immer so bleiben, wie es ist. Ne? Und ihr wisst, was ich meine. Also klar, wenn jetzt alle gesund werden, der Giftstoff, ja, der ist halt immer in der Luft und klar, der wird halt immer ausgeleitet und da müssen wir halt damit leben, der ist immer da. Ja, genau, und wenn die Ungesunden ungesund bleiben, dann ist der Giftstoff auch immer da. Ja, Moment.